Hallo, ja, mein Küken, Hallöchen, Popöchen. Und herzlich willkommen beim Roasting-Kanal. Ja, Freunde, es ist wieder Zeit für eine Runde Five Nights at Freddy's Plushies 3. Wir haben ja letztes Mal Nacht 1 überlebt. The Number of Nights, oder? Nacht 1 haben wir überlebt. Jetzt müssen wir ja auf Night 2 gehen. Yo, Night 2. Und dann bin ich gespannt. Ob jetzt der Bonnie mal kommt, ne? Die Schlafmütze. If Spring with Bonnie is at the entrance of your office, open your monitor up, go to the bottom. Im Eingang. Righty right. Hab ich ja kopiert, ne? Bam, bam, bam. Oh, die Steuerung ist so kompliziert. Ich will doch nur. Hello again. Welcome to your second night here. Be careful as all the hallucinations or the animatronics become more aggressive than ever. So about Strong Bonnie, right? It was a spare suit from Bonnie's family diner. It was never used. So the red guy wore the suit in 1998 and he died in it. The red guy's name is Noch kommt ja keiner. So yeah, it's not that interesting, but it's a story. Anyways, Ron Bonnie's back this night and you can hear him by his footsteps and voice only in the building. So if you see him at the entrance of your office, then go into your monitor, then press the button labeled jam. Yeah, wir jammen ins Nirvana. Stehst du? If you're wondering where that button is, then it's on the top left corner of your monitor screen. Got it? Okay, good. Also for this night, another hallucination is active. So don't you dare to defend yourself from the hallucinations. There's no defense mechanism against them, okay? Okay. No, by the way, we found some cassette tapes at the entrance of this building. I'll play some for you starting on day 4 of your job, and we all Jo, halt doch jetzt. Puppet. Oh, halt's Maul. Ich geb mal sowas auf den Sack hier, Leute. Das ist so diffizil, hier an die Nase ranzukommen. Das ist schon unmöglich hier. Oh, ich bin ja klar. Aber noch ist alles ruhig, ne? Noch ist alles ruhig. Können wir mal die Energie immer schön hoch machen, ne? Ich höre überhaupt nichts. Die pennen alle. No one is coming. Musik? Könnte ja ein bisschen mehr Action sein, ne? Oder verkacke ich es, oder? Oh, ein Kleiner kommt. Oh, du erschreckt mich doch nicht so. Oh. I love it. Ah, Bonnie ist noch da. Bonnie. Mal schauen, wo wir heute mal kommen hier, ne? Ich wieder einer. Muss nur überlegen, welcher war das, wo man Doppelklick machen muss. Ich weiß es nicht mehr. Irgend so ein großer. Aber welcher? Oh, ich bin müde.
komm, komm, komm zu mir, komm zu mir. Du kleiner, kleiner Plüschpupi. Scare me! I love it. Und der nächste müsste ja dann... Er ist immer noch da. Die Geräusche. Einfach nice. Er ist nach oben. Noch ist er oben. Aber jetzt kommt, müsste ja der kommen, wo man Doppelklick machen muss, ne? Sehe ich das richtig? Komm. Wo bist du? Wo ist er? Nicht nach oben. Leute, ich kriege jetzt hier gleich eine Krise. Doppelklick und weg ist er nicht. Ah, wenn die Maus nicht immer so sensibel wäre. He's coming. He's coming. Jetzt wird's interessant, Leute. Ich höre ihn. Gott sei Dank geht die Energie nicht so schnell runter. Komm mit, wenn er sich jetzt mal zeigen würde, weißt du? Komm. Oh, jetzt zeig ich doch wenigstens zu Arsch. Arsch, Arsch. Ist jetzt wieder oben? Nice. Das hätten wir ja mal auf die Reihe bekommen, ne? Nicht schlecht. Kommt jetzt wieder mal einer. So ein kleiner Fruchtzwerg. Aber wir haben es ja gleich überstanden, Leute. So mal zwischendurch. Was haltet ihr von dem Spiel? Oh, please, scare me. Ah ja, jetzt wird es aber Zeit, dass man 6 Uhr wird, oder? Die Zeit geht relativ langsam rum, ne? Haben wir schon festgestellt hier. Ne? Six o'clock. Strike! Yo, baby, yo, baby, yo. Ja, eine Nacht nehmen wir noch mit, oder? Minigame! Minigame! Was muss ich tun? Take that, you stupid kid.
Sweet. Nice. Und ich habe gedacht, ein kleines Minigame oder so, wo ich selber was machen kann. If Creepy Fredbear is inside your office, then press the spacebar on your keyboard. Wait for what? Ja, danke, dass es so schnell weg war, ne? Creepy. Ich muss hören, was er sagt, wie lange ich warten muss. Hello again. So, Yes. what's in day three? So, we have an animatronic, as you can see on camera three. He's called Creepy Fredbear, and Yes. he will come along this night. So, if you see him in your office, then turn off the lights. He can't see you in the dark, so yeah. After you do that, then wait for 6 seconds and he'll go away. Simple as that. After he goes away, the power will come back on. And we have two more phantoms on the loose, Foxy and Golden Freddy. So remember when I said there's no defense mechanism against the hallucinations? Because this will affect the other hallucinations too. So remember that. Well, I gotta go, man. See you tomorrow. Hopefully. Wenn der creepy Schnupenpuper kommt, müssen wir Space drücken, dann geht das Licht aus. Dann müssen wir 6 Sekunden warten, muss ich auch noch 6 Sekunden zählen. Und jetzt kommt noch der Foxy, der Kleine. Und nochmal einer. 6 Sekunden. Bisschen Arglang, oder? 6 Sekunden das Licht ausmachen. Kommt schon einer? Oh. Foxy is coming. Ach, wie niedlich. Nice. Wir müssen ja nur den Sorry, Leute. Ihn im Auge behalte und den Creepy erarscht, ne? Ach, ich bin voll müde. Man merkt, es wird Winter oder es wird kühler und dann bin ich sofort schläfrig. Sobald die Temperaturen kühler sind, werde ich sofort schläfrig. Es macht es mir nicht einfach zu spielen. Po, po, po. Oh, es kommt wieder ein kleiner. A little one is coming. Three little pigs. Nice. Thank you. Nein, ich trinke kein Eigenurin. Das ist Orange Zero. Wollte ich nur bemerkt haben. Oder anmerken, ja. Nicht, dass ihr meint, ich trinke ja meinen Pipi, ne? Pfui. Bah. Imoko in Natur sägt. Neu. Auf jeden Fall kommt jetzt von einer. Ist es der Doppelte? Wo man Doppelklick machen muss. Ich weiß es nicht. Komm bei mich. Ja, da war eine Weile gebraucht hier, um mich zu erschrecken. Aber das war, glaube ich, ein Bug.
weil man hat ihm ja nicht gesehen, wie er erscheint, ne? Und jetzt fehlt ja noch einer, der mit dem Doppelklick. Und dann hätten wir das auch. Aber wir sind ja schon in der dritten Nacht, ne? Ist ja sonst noch alles ruhig, ne? Jetzt bist du. He's coming. Mein Freund, Doppelklick. Doppelklick ins Glück. Wenn er jetzt auch kommen würde, ne? Wäre nicht schlecht. Aber ich denke mal, auf dieser Position kommt er, oder? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Hello? Hello, hello, hello? Easy. Easy von Teasy. Ich bin nur mal gespannt, wenn der Creepy Freddy, wie der aussieht. Jetzt kommt erstmal der Bonnie. Bonnie is coming. Wo ist der Creepy Freddy? Tür auf, Tür zu. Kommst du jetzt? Du hohle Nuss. Er kommt. Er müsste jetzt eigentlich auch bald mal kommen, weil sonst sehen wir den Creepy Freddy ja gar nicht. He's coming. Oh, komm jetzt. Schidi, schidi, bam, bam. Signal offline. Jetzt fehlt nur noch die Creepy, ne? Aber den... What? Da lieber mal die Energie hochmachen. Nicht, dass uns die Energie nachher flöten geht. Das war ja ein normaler. Und wo ist jetzt der Creepy? Where's the creepy one? I don't know. Der hat mich beschissen. Der creepy one ist gar nicht da. Hast du eine Kacke? No creepy Freddy? No? Kommt keiner? What? He's coming? Hört ihr das? Die Schritte? What the hell? Wenn er jetzt noch kommen will, muss er sich aber beeilen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, es geht von allein wieder. Wow. Nice.
Ja, da haben wir da alle überlebt, ne? Ja, ja, sage mal, alter Mann. Ja, okay, es ist jetzt nicht so besonders schwer, ne? Muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen. Aber so zum Üben, für mich ist es eigentlich ein gutes Spiel. Für mich ist es ein gutes Spiel zum Üben. Oh, kleiner Mann, erschreck mich nicht. Nice. Aber die Zeit geht halt sehr, sehr langsam rum. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Sie könnte ein bisschen schneller gehen. Ja, was? Wird es noch 6 Uhr oder was? Bitte, 6 Glocke. Ja, Freunde. Die Frisur sitzt. Wir haben jetzt 2:08 Uhr. Da wird es wohl Zeit, dass ich was hochlade, ne? Night 4. Tja, Freunde. Diese ominöse Viertelnacht, die wird es aber erst in einem weiteren Part geben. Was? Wind up the box at all. Fernsehpop. Oh, nee. Jetzt wird man zu stressig. Das war auf jeden Fall Five Nights at Freddy's Plushies 3. Kommt noch was? Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf meinem Rosti-Kanal. Lasst mir doch gerne ein Like da, da freut sich der Rosti drüber. Schreibt mir in die Kommentare, wie es euch gefällt. Und vor allem immer schön sauber bleiben. Genießt das Leben, enjoy your life, habt Spaß miteinander, verhaut euch nicht. Und in diesem Sinne, ich sag tschö, mit Öl und fingerlicher Rost. Euer Rostiger Redner. Thank you, goodbye. Ciao. Macht's gut.